Es ist ja die Sache, dass die Frau Ministerin immer wieder Stereotyp wiederholt, es besteht kein Anfangsverdacht. Deswegen ist auch nicht ermittelt worden. Nach der Untersuchung jetzt liegt aber nahe, ein Anfangsverdacht bestand und besteht. Also Herr Mollert hat 2003 die Anzeige übergeben, hat auch den Ordner mit den 106 Seiten übergeben. Also aus dem ganzen Kontext heraus konnte die Staatsanwaltschaft die Tragweite des Falles ersehen. Es waren eben Kunden genannt, es waren Konten genannt, es gab Überweisungsanweisungen. Man hätte leicht nachprüfen können, ob hier diese Anzeige glaubwürdig ist oder nicht. Und das Ganze ist unterlassen worden. Und man hat sich immer wieder auf den Standpunkt gestellt, Anfangsverdacht besteht nicht. Und man kann von den Bürgerinnen und Bürgern nicht verlangen, dass sie ein zweites juristisches Staatsexamen stemmen müssen, um eine Anzeige zu machen. Denn eine Anzeige, wie es schon heißt, man benötigt einen Anfangsverdacht. Das heißt, es müssen noch keine Beweise vorliegen, sondern es muss nur mal der Verdacht glaubwürdig geäußert sein. Und dann besteht eigentlich ein Verfolgungszwang, ein gesetzlicher der Staatsanwaltschaft. Dieser Verdacht ist hier also weitaus besser also formuliert worden. Es sind sogar auch Beweismittel letztlich auch vorgelegt, sodass also die Staatsanwaltschaft hier hätte erst recht ermitteln müssen. Und es stellt sich dann natürlich dann die Frage, warum das also nicht gemacht worden ist und warum also hier immer wieder also versucht wird, glaubhaft zu machen, dass hier also ein Anfangsverdacht nicht da ist. Denn also die Anzeige von Mollert ist nach unserer Einschätzung eigentlich sogar noch mehr wie jetzt zum Beispiel eine Steuer-CD aus der Schweiz, wo auch nur Namen und Daten droben sind und Kontonummern und jemand, der sagt, das sind Steuerflüchtlinge sozusagen. Und hier haben wir aber jemand, der außer sozusagen auch noch bei so Reisen auch mit dabei war, der, wie der Bericht der HVB auch belegt, Insiderwissen hatte und hat. Und man hat trotzdem also hier nicht gehandelt. Und deswegen bleibt also auch unsere Forderung weiter bestehen, die sich immer mehr konkretisiert. Wir benötigen hier einen Untersuchungsausschuss, um genau klären zu können, wie in Bayern mit der ganzen Thematik, sagen wir das im Fall Mollert, aber auch mit Schwarzgeld umgegangen wird. Wie müssen überhaupt Strafanzeigen gemacht werden, dass hier dann endlich einmal ermittelt wird? Und man hat so den Verdacht, dass hier doch mit unterschiedlichem Maß an die Dinge herangegangen wird. Und von so her werden wir weiter energisch also daran arbeiten, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, um das alles letztlich in seiner Tragweite klären zu können. Denn bis jetzt steht noch nicht hundertprozentig fest, ob hier sozusagen letztlich von der Staatsregierung versucht wird, etwas zu vertuschen. Denn es ist immer noch nicht geklärt, was ist denn das Motiv, warum hier nicht ermittelt worden ist, oder ob es schlichtweg Unfähigkeit war. Dankeschön.